Die folgende Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Götter. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Die Mucke. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Scheint so. Aber nicht für den Tod. Damit ihr es wisst. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu meinem ersten Zelda-Projekt, The Legend of Zelda Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword erschien im Jahre 2011 für die Nintendo Wii-Konsole. Zum 25-jährigen Jubiläum von The Legend of Zelda. Dieses Spiel ist der offizielle Start der Zelda-Timeline. Aber ich habe mir zwar gedacht, Let's Play vielleicht ein anderes Spiel. Aber dann wiederum dachte ich mir, ja komm, Skyward Sword ist jetzt viel aufregender als, das haben wir schon einmal gesehen. Aber es gibt, glaube ich, noch ein anderes Intro. Ja, aber ich dachte, hat mal halt so gedacht, ja komm, spielen wir Skyward Sword, das ist ja aufregender als The Legend of Zelda 1 oder so jetzt. Zelda 1 wird zum Beispiel auch noch kommen. So, drei Dateien dürfen wir uns zwischen einer entscheiden, nämlich natürlich das hier. Nur das mit dem Aufnehmen, mit der Wiimote ist halt etwas schwierig. Weil ich halte die Wiimote nicht wirklich direkt in den Fernseher. Die Sensorleiste ist jetzt hier unten rechts. Aber ich denke schon, dass wir es irgendwie hinbekommen. So. Klar, das Spiel wird nicht blind sein. Aber es gibt vieles, was ich nicht mehr weiß. Wie immer. Ist richtig? Jo. Let's go! Ich will ja nicht viel drum herum reden. Ich spiele jetzt auch, by the way, nicht mehr unten am Fernseher, sondern hier auf meinem eigenen. Und wir können dieses Let's Play ja auch als 50 Abonnenten-Special sehen, also als Dank für die 50 Abonnenten. Da habe ich auch noch vor ein... Na gut, lassen wir erstmal die Cutscene laufen.
Legend of Zelda 25th Anniversary. Wenn ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Das ist doch schön. Also wie gesagt, ich habe noch vor, ein 50-Abonnenten-Special zu machen. Nur leider habe ich gerade keine Idee. Deswegen könnt ihr Abonnenten entscheiden, was ich machen soll. Ob es eine Challenge ist oder irgendeine Mutprobe, da Mutprobe jetzt nicht, das ist ein für den Arsch. Aber irgendwas kann man da schon machen. Und ich denke, das wird schon. Bitch! Gänsehaut. Hashtag Gänsehaut. Jesus Christ. Die sollte mal DSDS mitmachen. Und da ist auch schon unser Link. Daniel, deine Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald wirst du einem großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens. Daniel. Daniel. Die Szene ist geil. Spiel ist cool. Ja, aber viele haten es aufgrund ihrer Bewegungssteuerung. Und ich glaube, uns wird es auch noch ergehen. Oh. Das ist immer noch geil. Egal. Also, in die Fresse geschmissen. Oh, freudig, es ist von Zelda. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, Daniel. Heute ist die Vogelreiterzeremonie, unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Tja. Tja, und dann geht es auch schon los. Steuerung ist eigentlich immer dieselbe. Wir steuern Link mit dem Analogstick des Nunchucks. Und wichtig zu wissen ist, man kann dieses Spiel nur mit der Wii Motion Scheiß Plus spielen, ja? Ich nenne die so, weil diese Wii Motion Plus ist für den Arsch. Aber man muss halt das mit der Wii Motion Plus machen. So, mit C. Läuft schon mal gut mit der Bewegungssteuerung. Die wird sich halt hin und wieder verstellen. Okay. Also mit C können wir die Kamera können wir in die Ego-Perspektive wechseln. Z ist anvisieren und so. Mit A können wir sprinten, also gedrückt halten, das ist was ganz Neues, aber es ist jetzt halt nicht so schnell. Steuerkreuz wird auch noch seine Elemente bekommen. Minus ist derzeit nicht zu gebrauchen. Mit Plus öffnen wir die Karte. Hier sehen wir halt alle wichtigen Orte auf der Karte. Hier dieser Raum zum Beispiel zu und diese beiden Scheißteile. Diese beiden auch. Hier geht's, glaube ich, raus. Ja. Dann geht's hier hoch. Ist wie ein Dungeon oder so. Ja, alles zu der Zeit. So, mit 1 können wir hier Ausrüstung nachschauen. Da haben wir auch noch nicht sehr viel. Hier ist zum Beispiel hier unsere eine Geldbörse. 300 Rubine können wir fassen. Hallo. Geht doch. Dann haben wir hier auch ihr Käfersammlung, was in einem Zelda eigentlich typisch ist. Und Schätze. Mit 2 können wir uns die Hilfe anzeigen lassen, aber das brauchen wir nicht. Ich erkläre es euch ja. Dann können wir auch mit Z diese Rückwärtssalto machen und so weiter. Eine Rolle können wir auch machen, aber nicht hier drin. Schade. Oh, das war nicht sogar noch was in meinem Schrank. Aber ich weiß ganz genau, dass das funktioniert.
Ich weiß es. Ich versuche natürlich jeden Part so gut es geht. Oh, hallo. Schätzchen. Und ich versuche natürlich jeden Part so gut es geht unter 20 Minuten zu halten. Oder, na gut. Weil ihr seid, mache ich heute den ersten Part mal etwas länger. Nur dann wird der Upload halt richtig scheiße. Hey. Ja. Morgen, Daniel. Na, bist du auch bereit für die Vogelreiterzeremonie heute? Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf den Dorfplatz vor. Aber du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Aber dein kaminroter Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ich habe die Vogelreiterzeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Doch denk dran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Kuku dein Mann. Okay. Gut. Also in alle Zimmer können wir noch nicht rein. Hier ist es, glaube ich, Zeldas Zimmer. Nee, das ist meins, ich durfte. Zu Kuhs Zimmer. So, hast du mir was zu sagen? Ja. Guten Morgen, Daniel. Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Ja, bin gegen den Felsen geknallt. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gern fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Steig nicht an, ich drücke dir fest die Daumen. Und drückst du mir auch einen Daumen hoch? Ich nehme es als ja. Die Sounds, die er macht, Alter. Ja, also es wird halt noch in den ersten 2-3 Parts gerade diesen ganzen Tutorial-Scheiß geben, bis es richtig losgeht. Ist halt typisch in einem Zelda. Ich meine, es ist zwar nicht mein erstes Zelda, aber ist halt mit den Anleitungen und alles. Okay, wenn das Spiel blind wäre, würde es schon nicht so sein, aber ist halt in einem Zelda typisch. Ich meine, ist ja, kann sein, dass jemand damit anfängt, mit einem Zelda gerade. Hey Daniel, hier! Jo. Guten Morgen, Daniel. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Halte Z gedrückt, sie zu mir und drücke dann A, um mit mir zu reden. Ja, das ist auch so eine Sache. Das wird auch in einigen Zeldas gezeigt. Auch in Ocarina of Time. So, ja, visiere mich mit der Taste an und dann drück A. Genau, durch Drücken von Z kannst du Ziele anvisieren. Nein, tatsächlich. Du kannst Personen durch Drücken von Z anvisieren und dann durch Drücken von A mit ihnen sprechen. Hast du doch gerade erklärt, du Fotze. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du Z auch drücken, um wieder nach vorn zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden. Also komm doch hier hoch, ja? Jetzt zeigt er mir die Kisten noch. Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Halte A gedrückt und bewege dich, um zu sprinten. So kannst du kleinere Höhenunterschiede überwinden. Versuch's mal. Jo. So. Ja, hoch da. Und? Es ist praktisch, durch Drücken von A zu sprinten, oder? Wenn du dabei deine Ausdaueranzeige, Ausdaueranzeige leer geht, wird, geht dir jedoch leider die Puste aus. Wenn sie beinahe leer ist, solltest du dich kurz ausruhen. Und weiter geht's. Über Lücken wie diese kannst du durch normale Bewegung springen. Das ist der automatische Sprung. Automatisch? Klingt gut. So. Ja. Hallo Daniel. Bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verheiratet? Na! No. Bin ich bescheuert? Was lese ich da? Verabredet und ich war. Bester Film! Keine 15 Minuten Spielverspiel, schon kommt der erste Versprecher. Sorry, hab ich gerade versprochen. Du bist verabredet? Zelda wartet schon? Wo du gerade hier bist. Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gepora, unserem Direktor, ist weggelaufen.
Ach. Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun und mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Hab's zu tun. Na gut, ich mach schon. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an dem Vorsprung entlang hangelst, dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Jo. So, jetzt können wir auch hier interagieren. Wenn wir jetzt nämlich die Wiimote... Das klappt aber nie wirklich richtig. So. Ja, also wir können nämlich, wenn wir die Wiimote dann in die verschiedenen Richtungen schütteln, können wir... Oh, halt doch deine Klappe. Hey Daniel! Um auf dieses Dach zu gelangen, reicht es nicht, wenn du durch Drücken von A sprintest. Ach nee, deswegen ist die Kiste auch da. Du hast bestimmt bereits die Holzkiste entdeckt, oder? Stell dich davor und halte A gedrückt, um sie zu verschieben. Sprinte dann durch Drücken von A auf die Kiste und... Oder halte direkt davor den Nunchuck-Analog-Stick gedrückt, um hochzuklettern. Tutorial. Aber kann man nicht ändern, aber es wird schon noch. Auch ein großer Unterschied ist, dass man in diesem Zelda schon mit 6 Herzen startet, anstatt mit 3. Oh ja, guck dir die Süße an. Die ist niedlich. Leider sind die Katzen nicht immer niedlich, sonst werdet ihr auch noch erfahren. Bald. Dachte ich halt nicht durch. Ey, guck mal. Du hast sie heil zurückgebracht. Vielen Dank, Daniel. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Okay. Wenn du mich jetzt nicht mehr nervst. Zelda ist sicher auch dort, also beeil dich. Oh, das ist richtig süß. Moment. Oh, schau die Schnucki an, ja süß. Das sieht so süß aus, Alter. Boah, Alter, sieht so niedlich aus. Wie niedlich, Alter. Boah, sie schüttelt so den Kopf hin und her. So, ich denke, wir können schon mal speichern. War da nicht sogar noch eine Vogelstatue? Irgendwo hier? Wait. Ja. Damit es mal auf der Karte angezeigt wird. Badababam. Na, wir sind schon angezeigt. Tatsache, man muss die Vogelstatue ansprechen. Okay, jetzt erneut hoch. Der Penner hat uns halt zugelabert. Was soll ich machen? So, wir können auch zu Zelda gehen und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Du hast eine Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Na, und das müsste. Morgen, Daniel, hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie ich? Ich repariere das Tor. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Naja, da kann man nichts machen. Und du, hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenhort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlasse dich auf die Göttin. Ja, sie halt in jedem Zelda versuchen, das irgendwie zu interpretieren. So, in A Link Between Worlds ist der Morgengruß. Twilight Princess gibt es das nicht. Gut. Zelda! Und ich werde jetzt nicht singen.
Denn die singt jetzt gleich. Sie. Dieses Spiel ist so schön, Alter. Guten Morgen, Daniel. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Daniel? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Jo. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand aus und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Daniel. Das steht mir doch, oder? Klar. Meinst du das ernst? Vielen, vielen, vielen Dank, Daniel. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! Daniel ist ja auch schon da, wunderbar. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Naja, der Wolkenvogel hat mich aufgeregt. Was soll ich machen? Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir von Anstrengen reden. Hör mal, Vater. Daniel hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Genau wie ich. Für Schultest, ich übe fast nie, Alter. Ist aber auch dieses Problem mit mir damals gewesen. Aber dennoch habe ich in den Tests nie schlecht abgeschnitten. Und das stimmt sogar wirklich. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Daniel nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du. Daniel und sein Vogel. Ich bin immer noch schlecht im Deutsch. Daniel und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Der hat ja einen richtigen Vogel hier. Der musste sein. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Okay, es ging irgendwie komisch, aber gut. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Mir hat gerade das Auge. So. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Daniel zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist karminrot, so selten, dass sie seine Art für ausgestorben hielten. Daniel, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals gleich, als Daniel und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Ja, also ich kann nichts sagen, das Spiel ist cool. Ja, ich denke mit der Bewegungssteuerung, mal gucken, vielleicht werde ich auch noch eine Rage haben. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Daniel um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen,
die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Ist halt bei Link immer so, ne? Link ist immer so der Außenseiter in einem Zelda. Also meistens. Ich meine, wenn die Ocarina of Time, da wurde er zum Beispiel von Mido richtig gehasst oder so. Ja, also. Ich denke, wir werden das schon im Laufe noch sehen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird er kein Ritter werden. Oh, ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Daniel geht, bist du so. Ja. Daniel, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Zelda, ist das keine gute Idee, glaube ich. Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen, dann musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Warte doch. Bis gleich. Nein! Daniel, du musst mit Steuerkreuz unten deinen Wolkenvogel Vogels rufen. Ich habe noch gar nichts gedrückt. Er guckt so gechillt. Wie? Er kommt? Er kommt nicht? Nein! Du bist doch schuld. Jesus Christ. Also wenn meine Freundin so ist, wird dann... ja. Daniel, ich hab dich! Ja. Mehr oder weniger. Einfach nur Facepalm. Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt? Kannst du deinen Wolkenvogel auch immer nicht fühlen, Daniel? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Daniel, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Für einen Kuss verzeih ich dir. Ich muss mich nun erstmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit auch deinen Wolkenvogel suchen. Nach deinem Wolkenvogel suchen. Ja, würde ich auch sagen. Oh, es ist schon spät. Es ist schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Thylor organisiert, Daniel. Kannst du bitte zu Thylor gehen und... Taitor! Ist das ein T? Ja! Kannst du bitte zu Taitor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ich bin so ein Pfosten. Ja gut, aber ich muss halt zu meiner Verteidigung sagen, dieser Fernseher ist etwas kleiner. Vater, selbst wenn er zu Meister Taitor geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben, du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde eben ich mit ihm reden, Daniel. Sag doch bitte Taitor, dass er in mein Büro kommen soll. Okay. Nein, aber das ist ganz schön lang geworden. Jo, Leute, dann würde ich mal sagen, müssen wir im nächsten Part unseren Wolkenvogel suchen. Und ich würde sagen, falls euch dieser Part gefallen hat, dieser erste Part, dann könnt ihr dieses Projekt und mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Und falls ihr keine Folge mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr auch wie immer kostenlos abonnieren. Und im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dann.